Mit meiner Praxis mit körpertherapeutischen Methoden, die ich Orgonmedizin nenne. Das mache ich seit mehr als 25 Jahren. In der Zeit bin ich auch mit einigen therapeutischen Wassern gewaschen. Die Grundlage meiner Arbeit ist aber immer die Orgonmedizin, das heißt Arbeit mit der Lebensenergie. Die geht zurück auf den Arzt und Naturwissenschaftler Wilhelm Reich. Da werde ich gleich ein was drüber erzählen. Dann werde ich Ihnen erzählen über Lebensenergie, über die Grundformen, wie Lebensenergie sich im Körper verhält. Sie strömt und pulsiert nämlich, über die Rolle der Gefühle. Dann werde ich Ihnen etwas über das vegetative Nervensystem erzählen, als Vermittler zwischen Körper und Psyche, wie das eigentlich funktioniert. Dann, wie wir Krankheit verstehen als Orgonmediziner, nämlich als Störung des vegetativen Gleichgewichts. Und werde Ihnen die drei Energietypen vorstellen und die Möglichkeiten ihrer Behandlung. Wenn wir noch Zeit haben, erzähle ich auch noch ein bisschen was über Orgongeräte und den Orgonakkumulator. Der ein oder andere hat da vielleicht schon mal was von gehört. Ja, wie gesagt, die Arbeit geht zurück auf Wilhelm Reich. 1897 bis 1957 hat er gelebt, ist also jetzt 53 Jahre tot dieses Jahr. Wilhelm Reich war Schüler von Freud und hat in der gleichen Riege wie Adler und Jung und hat das Psychoanalytische Institut geleitet, als es noch ganz jung war, und hat viel mit Freud über Lebensenergie schon geforscht. Also die Lebensenergie zu erforschen war eigentlich eine Idee von Freud, die er später wieder verlassen hat, weil er sich mehr der psychologischen Ebene gewidmet hat, dem Ich-Es-Über-Ich. Und Wilhelm Reich ist aber dran geblieben, der wollte unbedingt wissen, wie ist das denn mit dem Leben und der Lebendigkeit? Ich möchte es verstehen, was Leben eigentlich ist. Ich möchte wissen, was ein gesunder Mensch ist. Ich möchte auch wissen, was ein gesundes Kind ist. Also er hat eigentlich Gesundheit studiert und darüber neue Möglichkeiten gefunden, Krankheiten zu behandeln. Er hat, wie gesagt, mit der Psychoanalyse angefangen. Also stellen Sie sich so vor, typisches Setting, Patient liegt auf der Couch, Therapeut sitzt dahinter, Patient sagt vielleicht die ganze Stunde nichts, war garantiert nichts für so einen vitalen Mann wie Wilhelm Reich, der war viel zu ungeduldig. Aber der konnte gut beobachten. Das heißt, er hat dann den Patienten darauf aufmerksam gemacht, an der Stelle haben Sie jetzt den Atem angehalten oder da sind Sie ganz blass geworden oder das ist doch eigentlich eine traurige Sache, wieso lächeln Sie denn die ganze Zeit dazu? Und über diese Beobachtung und hat er sehr schnell die Patienten dahin bekommen, dass sie auch ihre Gefühle gespürt haben. Und dass so diese kathartischen Erlebnisse, von denen Freud schon gesprochen hat, die ja eigentlich eintreten sollen in der Therapie, sehr viel schneller hervorzuholen waren. Und er hat es immer weiter erforscht. Was ist Lebensenergie? Was ist vegetatives System? Wie funktioniert der Körper? Später in seinem Leben hat er sich auch mit Lebensenergie in der Atmosphäre beschäftigt zum Beispiel und hat Geräte entwickelt, die auch bei Krebserkrankten zum Einsatz gekommen sind. Über Wilhelm Reich könnte man jetzt eine eigene Vorlesungsreihe machen. Bernd Senf macht das in der Fachhochschule für Wirtschaft, wenn Sie das noch mehr interessiert. Das war nur so ein ganz kurzer Abriss. Und ich erzähle heute eigentlich nur über den Bereich der Körperpsychotherapie, das von seiner Arbeit stark übrig geblieben ist. Er hat aber auch andere Bereiche beeinflusst, zum Beispiel die sanfte Geburt, die antiautoritäre Erziehung, die Sexualberatungsstellen. All das ist von Wilhelm Reich stark beeinflusst, ohne dass man das mit seinem Namen in Verbindung bringt. Aber er war auf diesen Gebieten der Erste, der da geforscht hat und das angeregt hat. Ja, Orgonmedizin ist im Grunde nur ein anderer Begriff für Arbeit mit der Lebensenergie, Arbeit mit der Pulsation im Körper. Lebensenergie ist jetzt ein uralter Begriff, der in vielen anderen Traditionen ja schon Jahrtausende benutzt wird. Und bei uns eigentlich auch. Hippokrates war Energiemediziner. Und auch bis ins 19. Jahrhundert blieb der Begriff von Energie noch in unserem Sprachgebrauch. Danach hat sich das verändert, da sind wir mehr in die Richtung der mechanischen Wissenschaft gegangen. Und die Schulmedizin hat sich mehr und mehr dahin entwickelt, den Körper eben nur mechanisch zu untersuchen. Das heißt, man versucht auch zum Beispiel bei einer Depression, wo man sagen würde, es muss ja wohl mit der Psyche zu tun haben, sucht man die Botenstoffe im Gehirn, die da nicht in Ordnung sind, die man ersetzen kann. Man bekämpft Symptome. Aber man fragt im Grunde nicht nach den Ursachen von Erkrankungen. Das war für mich
immer ein bisschen frustrierend und ich wollte da ein bisschen mehr wissen. Mich hat dann die Psychosomatik viel mehr interessiert, wo es auch darum ging, in welchen Lebensumständen ein Mensch ist und unter welchen Umständen er krank wird. Denn Sie wissen ja auch, wenn es Ihnen nicht gut geht, dann braucht nur einer zu husten, dann kriegen Sie eine Erkältung. Und wenn Sie verliebt sind, dann können Sie nackt durch den Schnee laufen, dann passiert Ihnen überhaupt nichts. Also da muss es noch irgendwas geben, ja, außer den Bakterien, was da mit zur Gesundheit und Krankheit zu tun hat. Dieses Bild von Alex Gray finde ich sehr schön, weil es, ich weiß nicht, ob Sie das jetzt sehen können, weil es doch relativ hell ist hier drin, weil es eben den Körper abbildet, aber auch hier diesen feinen weißen Saum als eine der dichteren Energiefelder um den Körper. Und jetzt hier einen weiteren blauen, also der hat jetzt zwei Energiefelder von mindestens 7, wie sie in der indischen Literatur beschrieben werden, abgebildet und auch die einzelnen Chakren, die sogenannten Energieräder, über die Energie in den Körper eintritt und austritt. Energie ist für mich ein Grundbegriff, die Grundlage für alles, was wir erfahren, denn unser Körper selber, den Sie ja als materiell wahrnehmen, wenn Sie den untersuchen und mal wirklich objektiv nachgucken, was ist denn da eigentlich? Da sind erstmal Organe, dann sind da Zellen, dann sind da Moleküle, dann sind da Atome, dann sind da Elektronen und dann kommt man in immer feinere Bereiche und am Schluss bleibt Energie übrig. Also Materie in dem Sinn als etwas Festes gibt es gar nicht. Energie ist die Grundlage, dass Körper da ist, dass Emotionen da ist, dass der Verstand tätig wird, das weiß man, im Gehirn finden ständig elektrische Entladungen statt, das ist unser Denken. Und auch die Seele, die dann vielleicht den Körper verlässt, ist ja nichts Materielles, sondern ist etwas Energetisches. Und ich würde so weit gehen zu sagen, Energie ist einfach das, was sich verdichtet, wenn man von der Nicht-Existenz mal den Bogen schlägt hin zur Existenz, dann haben wir verschiedene Dichtegrade von Energie. Körper ist sozusagen das Dichteste, was wir kennen. Aber es ist eingebettet in Energiefelder und ist selbst auch ein sehr starkes Energiefeld. Und das ist jetzt einfach so die grundlegende Unterscheidung zur Schulmedizin, wo wir jetzt nicht gucken, wo ist ein Symptom, was kann ich materiell dagegen geben, sondern ein anderes Verständnis zu entwickeln vom Körper und von Erkrankung und natürlich auch von Heilung. Wir haben auch heute noch in der Medizin diese Trennung in körperliche Medizin und Psychotherapie. Also Körper und Psyche stehen sich eigentlich gegenüber. Man weiß, es gibt beides, aber man weiß auch, es hängt zusammen. Sie kennen das selber. Wenn Sie körperlich krank sind, sind Sie psychisch schlecht drauf. Und wenn Sie psychisch schlecht drauf sind, fühlen Sie sich auch körperlich schlecht. Also man weiß eigentlich, das gehört irgendwie zusammen, aber man hat keine wirkliche Erklärung, was ist denn das, was das beides verbindet. Und wenn wir jetzt den Energiebegriff, der natürlich jetzt sehr unscharf ist, Lebensenergie mal als Grundlage nehmen, die im Körper strömt und pulsiert, dann drückt sie sich als erstes im Körper aus in der vegetativen Pulsation. Vegetative Pulsation bedeutet Tätigkeit des sogenannten autonomen oder vegetativen Nervensystems. Das ist der Teil des Nervensystems, den wir nicht willkürlich beeinflussen können oder nur mit viel Übung könnten wir das. Und der alle inneren Organe zur Tätigkeit anregt oder aufeinander abstimmt. Kommen da später noch drauf zurück. Strömen und Pulsieren sind so die Grundbegriffe bei der Lebensenergie. Nicht nur unser Körper pulsiert, sondern alles, was lebendig ist, pulsiert. Auch die Atmosphäre draußen, die Wolken, Sie können sich alles angucken. Nichts, was lebendig ist, ist irgendwie starr und immer gleich. Sondern es gibt immer Veränderungen, es gibt immer Zyklen. Im Körper hat man allein 55 verschiedene vegetative Zyklen festgemacht. Also zum Beispiel Atmung oder Blasenentleerung, Darmentleerung, Tag-Nacht-Rhythmus, hormonelle Zyklen und so weiter. Alles pulsiert. Und unser Körper nimmt auch ständig Energie auf und gibt sie wieder ab. Er nimmt Energie auf durch Atmung, durch Nahrung und durch Sonnenlicht im Wesentlichen. Und gibt sie wieder ab durch Bewegung, durch Stoffwechselvorgänge, durch Arbeit, Sexualität. All das entlädt den Körper wieder. Also wir sind im ständigen Wechsel von Energie aufnehmen und Energie abgeben. Zum Beispiel, wenn Sie im Sommer an den See gehen und laden sich auf mit Sonnenenergie,
und gehen ins Wasser, dann entlädt der Körper sich wieder, wieder raus, wieder ins Wasser, dann wird die Pulsation angeregt. Deswegen fühlt man sich danach so gut. Also wenn wir diese Pulsation möglichst hoch ist, dann fühlen wir uns sehr vital. Und wenn wir vital sind, fühlen wir uns besser. Und dann können Krankheiten auch besser heilen oder Wunden zum Beispiel auch besser heilen. Der zweite Begriff ist das Strömen. Strömen von Energie im Körper, das hat Wilhelm Reich erforscht an Einzellern. Bei der Frage, was ist eigentlich Leben, hat er Heuaufgüsse genommen. Wenn Sie Heu in Wasser tun, bilden sich da Einzeller. Und das wollte er nun ganz genau wissen. Wie kommt es denn von so einem Heuhalm plötzlich zu so einem lebendigen Einzeller? Hat er sehr lange drüber geforscht. Und in den Einzellern sieht man bei der Amöbe so eine Bewegung im Inneren, wenn die sich fortbewegt. So ein ständiger Kreislauf, so ein ständiges Strömen. Und jetzt hat Reich den gewagten Schritt gemacht und hat gesagt, das ist nicht nur beim Einzeller so, das ist auch beim Mehrzeller so, nämlich auch beim Menschen. Und da trifft er sich, weiß nicht, ob er das kannte, aber ich glaube eigentlich nicht, da trifft er sich mit jahrtausendealten Traditionen. Das ist der sogenannte kleine Energiekreislauf im Taoismus. Rücken hoch, vorne runter, Energiebahnen im Körper, von denen die Meridiane, die Sie sicher alle kennen, wiederum nur feine Seitenkanäle sind. Also das ist der Hauptkanal, der im Körper hoch und runter geht. Wenn ein Kind geboren wird, ist dieses Strömen und Pulsieren erstmal noch völlig in Ordnung. Aber dann beginnt ja die Erziehung und dann versuchten wir alle zu gucken, was wird hier erwartet, wie verhalte ich mich am besten, damit ich möglichst viel vom Kuchen abkriege. Das ist ja ein ganz sinnvolles Verhalten, ist eine super Anpassung. Und wir haben gelernt, unsere Gefühle danach auszurichten, was erlaubt ist. Jedes Kind wird wütend oder traurig oder hat mal Angst. Aber es lernt dann so, was ist hier erlaubt. Und ja, wenn ich wütend werde, kriege ich eine gescheuert. Also werde ich das nächste Mal nicht mehr zeigen. Wenn der Impuls da ist, werde wütend, halte ich den zurück. Und dann spanne ich die Muskeln an. Das heißt, ich bilde bestimmte muskuläre Verspannungsmuster aus. Und diese Verspannungen sind, so hat Reich das immer erklärt, sind wie Blockaden in diesem Energiestrom, die so quer durchgehen. In verschiedenen Höhen können die sich ausbilden. Die meisten von uns haben ja Schulter-Nacken-Verspannungen, aber sicherlich atmen wir auch nicht mehr so frei durch, wie wir das könnten und so weiter. Die 7 Segmente, die er da gefunden hat, in all denen können sich Störungen ausbilden, zum Beispiel, sage ich mal, Augenbereich, Augenfehlsichtigkeit, aber auch Konzentrationsstörungen. Im Mundbereich das berühmte Knirschen in der Nacht mit den Zähnen, die Zähne zusammenbeißen, auch Ohrenschmerzen gehören in den Bereich. Halssegment hat man oft so ein Gefühl vom Kloß im Hals oder man hat Schwierigkeiten, seine eigene Meinung auszudrücken. Nackenverspannungen gehören dahin. Bei der Brust natürlich alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Asthma, aber auch die Verspannung in der Brustwirbelsäule. Im Zwerchfell, auch da ist der Atem dann eingeschränkt, hat einen großen Zusammenhang auch mit Kraft, mit Power über Solarplexus-Chakra. Ich bin in der Welt, so diese Löwenenergie, ja, selbstbewusst auftreten. Das Zwerchfell ist oft bei Krebserkrankungen eingeschränkt in der Beweglichkeit. Auch bei Magen- und Magenschmerzen arbeitet das Zwerchfell zusammen mit dem Bauch. Wenn der Bauchbereich angespannt ist, natürlich Magen-Darm-Erkrankungen, aber auch Niere, Bauchspeicheldrüse und so weiter sind da betroffen. Und bei Becken und Beinen, die Sexualorgane und zum Beispiel auch Krampfadern würden in den Bereich fallen, wenn da die Energie nicht frei fließen kann. Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet, also es gibt natürlich bestimmte Gefühle, die wir lernen zu blockieren, auch weil sie nicht sehr angenehm sind. Und das sind im Wesentlichen Angst, Trauer und Wut. Das sind die drei großen Gefühle, die wir blockieren. Und das geschieht so, wenn wir diesen Impuls haben zu einem bestimmten Gefühl und den nicht äußern dürfen, dann halten wir den im Körper fest. Bei der Angst sehen Sie hier schon bei der Dame meistens die Augenbrauen hoch. Dann
Die Brust ist eher eingefallen, also man nimmt nicht so viel Energie zu sich, nimmt nicht so viel Energie auf. Der ganze Körper, wenn jemand sehr, sehr von Angst geprägt ist, der ganze Körper eher schmächtig, eher zart, mit dünnen, aber sehr harten Muskeln. Bei der Traurigkeit wird viel festgehalten im Kinn, die Augen sind eher zusammengekniffen. Der Brustkorb ist unbeweglich, also das Schluchzen wird zurückgehalten, indem man den Brustkorb unbeweglich macht, auch das Zwerchfell unbeweglich macht. Und bei der Wut, so der stechende Blick, der Kopf ist sehr aufrecht, die Nackenmuskeln stark angespannt. Häufig sind die Muskeln gut ausgebildet, weil die Energie da sitzt, aber nicht raus darf. Diese muskulären Verspannungen haben jetzt direkt Wirkung auf unsere inneren Organe, und zwar über das vegetative Nervensystem. Das ist jetzt zum Beispiel der Muskel, der angespannte Muskel, dessen Fasern, Nervenfasern ziehen hier zum Rückenmark. Und da wird umgeschaltet auf vegetative Fasern, die zum Beispiel in dem Fall zum Herz gehen, wenn wir jetzt einen verspannten Muskel im Brustbereich hätten. Sodass wir über die Muskelverspannung, Umschaltung im Rückenmark direkte Auswirkungen auf Organe in demselben Bereich haben. Also ein sehr stark angespannter Brustkorb, weil jemand in der Kindheit seine weichen Gefühle nicht zeigen durfte, schwer enttäuscht wurde, schwer verletzt wurde, gelernt hat, sich hart und kalt zu machen.